Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Anlass dieses Videos sind die Nebenwirkungen der neuen Covid-19-Impftechnologie und die Umstände, warum sie es so schwer haben, anerkannt zu werden. Wir sprechen heute darüber mit Herrn Dr. Med. Erich Freisleben. Herr Freisleben, herzlich willkommen. Danke, ich grüße Sie auch, Herr Hopf. Herr Freisleben, ein paar Worte zu Ihnen und Ihrem Tun. Herr Dr. Freisleben studierte Medizin in Kiel und in Berlin und absolvierte seine Facharztausbildung zum Internisten auf der infektiologischen Abteilung des Rudolf-Virchow-Krankenhauses in Berlin. 38 Jahre lang praktizierte er als Hausarzt im Bezirk Berlin-Wedding. Seit 15 Jahren fungierte er als Geschäftsführer eines Ärztenetzwerks für neue Versorgungsmodelle. Er promovierte in der Geschichtsmedizin zum Thema Rassenhygiene und Rassenideologie. Sehr interessantes Thema, war 8 Jahre als Delegierter in der Kassenärztlichen Vereinigung tätig und publizierte einige Artikel und 3 Bücher zu gesundheitspolitischen Themen, 2 davon zum Thema Corona. Bereits nach wenigen Monaten der Covid-Impfkampagne meldete er den Behörden auffallend viele neuartige Nebenwirkungen und beschrieb alle Beobachtungen und Laborbesonderheiten. Im November 2021 berichtete er in einem Video darüber und wurde daraufhin zu einer Anlaufstelle von Betroffenen aus der gesamten Republik. Herr Dr. Freisleben, was haben Sie diesbezüglich in Ihrer Praxis erlebt? Ja, also ich habe eine recht große Doppelpraxis mit 2800 Patienten im Quartal. Und ich habe selber anfangs 300 Patienten geimpft, vor allen Dingen die Älteren über 60 Jahre. Und schätze, dass unter meinen Patienten etwa 1600 Geimpfte waren, die eben überwiegend woanders dann geimpft worden sind. Und ich habe bis Mitte 22 52 schwere Nebenwirkungen gesehen aus meinem eigenen Klientel. Also nicht die Patienten, die dann dazugekommen sind. Und und das hat mich sehr erschüttert. Und ich habe schon bereits im September 21 die ersten 20 Nebenwirkungen an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet, mit sämtlichen Laborauffälligkeiten, die ich damals gesehen hatte, mit Verlaufsbeschreibungen, und habe deutlich gemacht, dass es sich dabei um ein komplexes Nebenwirkungssyndrom handelt, was nämlich nochmal einen anderen Charakter hat als die Sinusvenenthrombosen, die wir kannten schon, auch die als Muskelentzündung, das hatte sich ja allmählich herumgesprochen und war dokumentiert. Aber das, was ich meinte und was ich gesehen hatte, das waren komplexere Vorgänge. Mhm. Diese komplexen Vorgänge kennt, muss ich mal sagen, das Paul-Ehrlich-Institut bis heute nicht oder anerkennt sie nicht. Ja, für mich war es so, dass nachdem das bekannt geworden ist, wie Sie gerade sagten, dann standen Schlangen vor meiner Tür am jeden Morgen vor der Praxistür. Und ich konnte 300 neben meinem üblichen Praxisumfang behandeln. Aber wir haben mindestens 3000 Menschen, die verzweifelt am Telefon um Termin gebeten hatten, absagen müssen. Die Helferin hat das manchmal so mitgenommen, dass sie Tränen in den Augen hatten, weil es waren wirklich Schicksalsverläufe, die einen sehr berührt hatten. 3000, sagen Sie, die sich gemeldet haben bei Ihnen, weil sie Nebenwirkungen hatten und die Sie einfach nicht aufnehmen konnten? Aus der gesamten Bundesrepublik, vor allen Dingen junge Menschen, Mütter mit Kindern, die nicht mehr ihre Kinder versorgen konnten. Es war enorm viel, was wirklich ungeheuer problematisch war. Und wir haben wirklich das Beste getan mit diesen 300 Menschen. Ich habe mir auch Hilfe besorgt, um diese Menschen auch melden zu können. Die waren alle zuvor nicht gemeldet worden oder nahezu alle nicht gemeldet worden. Ja, und das war also ein monströses Versorgungsdefizit, was sich da aufgetan hat. Und das Merkwürdige, offiziell schien es das überhaupt nicht zu geben. Ja. Wie erklären Sie sich selbst den Kontrast zwischen Ihrem eindrücklich Erlebten und einem riesigen Gesundheitsproblem und der scheinbar fehlenden Existenz im offiziellen Gesundheitswesen? Es hieß ja erst von vornherein, die Impfungen seien völlig harmlos, nur ein Pieks, da könne eigentlich gar nichts passieren, Nebenwirkungen gäbe es überhaupt keine oder könne es keine geben und so weiter. Das waren die Worte von Karl Lauterbach, ja. Ja, das war für mich natürlich völlig
also aus ärztlicher Sicht undenkbar. Ja? Weil normalerweise wissen wir, dass so eine Entwicklungszeit 10 Jahre dauert, und wenn es ein Dreivierteljahr gedauert hat, ist klar, dass man da besonders wachsam sein muss, was die Nebenwirkung betrifft. Das war für mich schon klar. Ich habe aber auch einen ersten Todesfall gehabt, das war im Mai, nach einem Monat Impfen etwa. War damals mit AstraZeneca, das hat mich sehr berührt, das hat mich auch nochmal wachgerufen. Und es hat mir geholfen, so ein gewisses kriminalistisches Gespür, was ich von meinem damaligen Chef sozusagen nochmal beigebracht habe oder geschärft wurde, nämlich sich auf die eigene Wahrnehmung als Arzt mehr zu verlassen als auf irgendwelche anderen Verlautbarungen und in diesem Fall eben auch auf die offiziellen Verlautbarungen. Es konnte keine Gewissheiten geben. Deshalb habe ich sehr akribisch darauf geachtet, auf den Zusammenhang neuartige Beschwerden, wann sind sie geimpft worden, wann sind sie aufgetreten. Und wenn ich dann unsicher war, da hatte mir in der ersten Zeit gut geholfen, dass ich Behandlungsversuche unternommen hatte. Das ist etwas, was eigentlich unüblich geworden ist, dass man einfach learning by doing als Arzt guckt, was kann ich denn machen? Natürlich immer mit Absprache mit den Betroffenen, das ist ganz klar. Mhm. Warum ist das heute unüblich geworden, Herr Dr. Freisleben? Warum forschen Ärzte selbstständig nicht mehr und haben ein gewisses kriminalistisches Gespür? Ja, also ich bin in gewisser Weise so noch ein Dinosaurier von den Ausbildungsbedingungen her. Das hat sich völlig geändert, und zwar seit der Jahrtausendwende. Und zwar wurde das begonnen mit einem Schlachtruf: evidenzbasierte Medizin statt eminenzbasierte. Man hat eben das so dargestellt, dass man sagt, die Eminenzen, die Professoren, die haben so viel Eigenarten und das ist so persönlich, das ist zu wenig objektiv und wir brauchen eine bessere Objektivität. Und der David Sackett, das ist der Vater dieser evidenzbasierten Medizin, der sagte, wir wollen also die besten Studienergebnisse, das beste praktische Erfahrungswissen und die Patientenpräferenz in eine Schnittmenge betrachten und daraus sozusagen einen Korridor bilden, in dem der Arzt seine Handlungen vollführen sollte oder verantworten sollte. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Gedanke gewesen. Der hat sicherlich auch vieles für sich gehabt. Die Idee hat nur leider in der Praxis eine entscheidende Wandlung gefunden. Die Praxiserfahrung, die Ärzte, die Erfahrung der Ärzte vor Ort wurden als zu subjektiv hingestellt. Die Patientenpräferenz, die ist hinten runtergefallen, die war eher unwichtig, sondern man hat quasi nur allein auf die akademische Perspektive geachtet und hat das sozusagen den Patienten als die richtige Medizin verkauft. Und da gab es dann auch kaum noch Möglichkeiten, da anders zu handeln, weil diese Auffassungen wurden in Leitlinien gegossen, immer in Zusammenhang auch mit Gremien, die auch durch die Fachverbände gebildet worden sind, durch die Universitäten gebildet worden sind. Und die haben dann sozusagen die Kochrezepte für die Ärzte an der Basis entwickelt. Und die Generation, die so ausgebildet worden ist, die kennt nichts anderes, kennt gar nicht diesen eigenen, sagen wir mal, ja, kriminalistischen Weg, was steht eigentlich hinter der Krankheit, und auch dieses breite Spektrum sich anzuschauen und sich vor Augen zu führen, sondern man hat das Gefühl, wenn ich so gehandelt habe, dann habe ich richtig, und es kommt auch hinzu, dass eine juristische Komponente dabei kommt. Weil wenn ich als Arzt anders handle, als die Leitlinien das vorschreiben, dann bin ich ganz leicht in der Gefahr. Lass es dann schief gehen, dann bin ich schuld und juristisch haftbar, eventuell kann haftbar gemacht werden, sodass leider diese Sache dazu geführt hat, dass im Zweifelsfall man lieber die Patienten gefährdet durch Nichtstun, als dass man sich selber gefährdet, indem man irgendeinen unkonventionellen Weg beschreitet. Und das war bei Corona absolut erforderlich. Ja, es gab keinen vorgeschriebenen Weg und es gab nichts, was von oben irgendwo uns gesagt hätte,
was wir tun sollen. Und die Ärzte waren hilflos, verständlicherweise. Die Symptome sind so vielfältig, dass sie einfach nach der Erklärung gegriffen haben, das muss wohl psychosomatisch sein. Und das haben mir fast alle Betroffenen so berichtet. Da muss man sich ja die Frage stellen, warum kamen von oben, ja, vom System selbst, keine Hinweise auf das Nebenwirkungssyndrom? Ja, also das ist wirklich diese Zurückhaltung, was Nebenwirkungen betrifft und ja sogar vorauseilen Negieren einer solcher Gefahr, ist völlig inadäquat und unüblich gewesen, gerade im Hinblick auf diese normalerweise vorgeschriebene langjährige Prüfzeit, die da gefordert wird. Und man muss dazu noch sagen, bisher hat man Verfahren, die jetzt in die Zellen eingreifen und die auf gentechnologischen Dingen beruhen, in der Breite noch nie ausprobiert. Das heißt, es wäre eine extrem kritische Wachsamkeit eigentlich der Normalfall gewesen. Ja? Aber wir haben es alle erlebt, es herrschte Panikstimmung und öffentlich wurde sozusagen nahezu einhellig die Impfung als scheinbar einziger Ausweg aus einer ja, extrem gefährlichen Pandemie dargestellt. Und wer dann Kritik daran geübt hat, ja, der galt ganz schnell als gemeinschaftsgefährdend. Wir wollen hier dran auch erinnern an den Satz von zwei Politikern ausgesprochen, einmal Jens Spahn und von Karl Lauterbach, nach dem Winter ist man entweder geimpft, genesen oder gestorben. Ich denke, das symbolisiert sehr gut, wie hier mit Angstmache operiert wurde. Ja, und in dieser Stimmung ist eigentlich die Vorsicht zum Schweigen gebracht worden. Ja. Es gab heftige Kritiker wie Professor Bakti, Wodak, Dr. Wodak und Professor Hockarts. Die hat man ganz umgehend als Verschwörungstheoretiker hingestellt, wo man sagen muss, das sind bisher ehrenwerte Leute gewesen. Und gerade der Dr. Wodak hatte ja viel Erfahrung, der war in der EU gewesen, damals von der SPD noch gestellt, hatte sich Verdienste bei der Schweinegrippe-Impfung erworben, weil er dafür Klarheit gesorgt hat. Die galten jetzt als bösartige Verschwörungstheoretiker. Dann gab es noch die Moderaten und die waren eigentlich enorm anerkannte Menschen, der Professor Schrappe zum Beispiel, Professor Stör, beide anerkannte Fachleute von der Politik bisher oft in Anspruch genommen, wenn es um Epidemiologie ging und Gesundheitsforschung, dann waren das eigentlich die ersten Adressen und die haben ein Papier verfasst. Das wurde öffentlich einfach nicht beachtet. Ja, es wurde nicht diskutiert. Ja. Und die leichten Abweichler kann man vielleicht dem Professor Streeck mal so einordnen, Professor Kekulé, die durften mal so ein bisschen was anderes sagen, wurden dann aber gleich angegriffen. Aber sie haben sozusagen den Anschein einer offenen Debatte ergeben für Menschen, gerade für die Laien, die ja gar keine Ahnung haben, worum es da eigentlich geht. Ja. Und das ist das eigentlich, dass die Wissenschaft ist zu so einer Talkshow-Angelegenheit geworden, bei der eben ja, die bestimmte Leute immer wieder vorgeführt wurden, die dem Narrativ entsprachen und alle anderen wurden rausgehalten. Das hatte eigentlich nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern das war eigentlich mehr eine Werbeveranstaltung oder jedenfalls nicht kein wissenschaftlicher Diskurs, der hier geführt worden ist. Ja, ich denke, das haben durchaus einige Millionen Menschen in diesem Land gemerkt. Aber auch viele andere haben diese Art des Diskurses gerade als freien Diskurs wahrgenommen, weil man eben mal ja ab und zu auch bei einem Lanz oder anderen eine etwas kritischere Stimme reingesetzt hat. Einer gegen vier oder fünf und der wurde dann ganz schnell zum Schweigen gebracht. Und dann sah das so aus, wie wenn es hier einen Diskurs gebe, beziehungsweise eine großflächige Einigkeit unter den Medizinern. Was ist denn aus Ihrer Sicht faul am System unserer Wissenschaft? Wir leben ja im wissenschaftlichen Zeitalter und wissenschaftliche Aussagen sind zum wichtigsten Gütesiegel geworden für vor allem Gesundheitsprodukte und sie sind daher heiß umkämpft. Ja? Und in der Pharmaindustrie ist es so, dass schon lange
viel mehr in das Marketing investiert wird. Und zum Marketing gehört eben auch die Unterstützung von Fachverbänden, von Patientenvereinigungen, von Studien, die aufgelegt werden, von Förderung von Wissenschaftlern und so weiter. All das gehört zum Marketing dazu. Und da wird weit mehr investiert als die in Entwicklung neuer Medikamente, weil das wichtigste Verkaufsargument, von dem alles abhängt, auch der Verlauf sozusagen der Aktien dieser Firma, das ist der befürwortende Stempel der Wissenschaft. Den muss sie kriegen. Und da wird seit einiger Zeit sehr, sehr unlauter gearbeitet. Sie kennen vielleicht den Schlachtruf Follow the Science, der man jetzt vor einer Zeit so sehr im Vorfeld schon sozusagen so in die Öffentlichkeit eingeführt wurde. Aber Follow the Science führt total in die Irre, weil er suggeriert, es gäbe sozusagen eine richtige Wissenschaft und die stände einer falschen Unwissenschaftlichkeit gegenüber. Das heißt, man hat eine Konfrontation zwischen Monolithwissenschaft und dieser ganzen verschwurbelten falschen Unwissenschaftlichkeit gebaut. Das ist aber nicht Wissenschaft. Wissenschaft ist Ringen um die richtigen und um noch bessere und präzisere Aussagen. Und dabei muss man auch in Kauf nehmen, dass wissenschaftliche, wichtige Aussagen eben auch mal plötzlich falsch, als falsch angesehen werden. In der Summe bedeutet das aber, dass trotz der Regularien, die wir ja schon haben, auch um die Wissenschaft objektiv zu halten, der Einsatz von Geld inzwischen das Ergebnis weitgehend bestimmt. Und diese ökonomischen Einflüsse, das muss man sich mal vor Augen halten und das habe ich jetzt auch gerade in meinem Buch beschrieben. Das geht seit 30 Jahren massiv, dass in die Hightech-Medizin investiert wird, in jeder Beziehung. Und dass die Grundlagenversorgung, das, was wir als Mangel jetzt erleben, dass zu wenig Ärzte da sind, zu wenig Krankenschwestern, dass kein Geld für dies oder jenes da ist, dass Leistungsausschränkungen gibt und so weiter, das alles ist eine Folge des falschen Geldflusses. Und als Beispiel hat die Mitherausgeberin des British Medical Journal, die Deborah Cohen, 2014 der EMA vor die Nase gehalten, dass sie Krebsmedikamente zugelassen hatte in den Jahren 2009 bis 2013, die mehr zur Hälfte weder die Überlebensqualität verbessert hatten, noch die Überlebensdauer. Und Sie müssen sich vorstellen, dieser Medikamentenbereich zusammen mit den Infektiologikern, die machen etwa fast ein Drittel inzwischen der Gesamtausgaben der Medikamente aus. Und das sind ungefähr 10 bis 15 Milliarden Euro. Und wenn Sie da in diesem Bereich so viel verschwendet haben, dann geht es hier um Milliarden Euro, die woanders gefehlt haben. Also, um das mal zusammenzufassen, was Sie hier sagen, das heißt, Sie sagen, es geht mehr darum, das Produkt zu verkaufen, aber aus Marketing-Sicht, als zum einen dafür zu sorgen, dass diese Produkte auch gut sind im Sinne eines Mehrwertes für den Kunde, in dem Falle den Patienten, den kranken Menschen, um ihnen zu helfen. Und was Sie ja damit behaupten wollen, ich frage das jetzt mal, ist, dass das Schweigen über die Nebenwirkungen ökonomische Gründe hatte? Ja, das muss ich so sagen, sagen wir mal so, zu wissen, warum das Schweigen jetzt auftritt, das kann keiner von uns wirklich sagen, weil wir stecken nicht in den Redaktionskonferenzen drin, wir stecken nicht in den Medien drin und so weiter. Das sind natürlich zum großen Teil Vermutungen. Aber dass dieser Prozess in diese Richtung geht, so wie ich das genannt habe, das habe ich, wie gesagt, in meinem Buch auch ausgeführt, viele Beispiele, Quellen, alles genannt dafür, das ist auch etwa bei den etwas kritischeren Ärzten durchaus bekannt, dass das das große Problem ist. Deshalb gibt es ja auch die Cochrane Collaboration, die sozusagen versucht, Spreu von Weizen zu trennen in der Wissenschaft. Aber wir müssen uns klar machen, dass wir ja seit der Industrialisierung enorm viel
Zugewinn hatten an wissenschaftlicher, technischer Optimierung, gerade in der Technik, aber eben auch in der Medizin. Und was wir aber zunehmend und viel zu wenig sehen, das sind die Schattenseiten, und die müssen wir ernster nehmen, weil es ist, der Kapitaleinsatz beschleunigt diesen Prozess, diesen Erkenntnisprozess durchaus auf der einen Seite enorm, aber auf der anderen Seite fängt er zunehmend an, eben auch die Inhalte und die Richtung zu bestimmen. Und damit kommen wir genau in diese Situation, dass wir nicht mehr genau wissen, ist das jetzt noch die Menschen zugewandt der Medizin, die seine Interessen vertritt, oder geht es eigentlich um Vermarktung von Produkten, die einfach geschickt dargestellt werden und den Menschen vielleicht gar nicht helfen, sondern sogar schaden können. Ja, Herr Dr. Freisleben, aber schauen Sie, da möchte ich mal eine ganz eigene kritische Frage stellen. Ich meine, diese Industrien, alle Industrien wollen ein Produkt verkaufen. Nur hatte man bisher in der Pharmaindustrie irgendwie gedacht, dass da andere Regeln gelten als überall anders auf der Welt seit Anbeginn der Menschheit und man hier nur das Gute für den Menschen will und man will ihn heilen. Und erst jetzt kommt man so langsam darauf, dass auch diese Branchen kapitalistischen Regeln unterworfen sind und die wollen nur eins, und das ist das Produkt an den Mann bringen. Und wenn es eine gesunde Bevölkerung gibt, dann können diese Produkte nicht verkauft werden, weil die Bevölkerung sie nicht braucht. Die Frage ist, was schließt man dann daraus? Meine nächste Frage an Sie ist, sehen Sie einen Rückschritt in der Auffassung der Medizin jetzt in der Corona-Zeit? Ja, ich sehe also eine ganze Kette von Rückschritten, muss ich eigentlich sagen. Das erste ist, dass dieser Diskurs, wie ich schon sagte, dieser offene Diskurs nicht stattgefunden hat. Auch unter den Kollegen nicht stattfinden konnte, weil diese Trennung in Gemeinschaftsschädigung oder Lebensrettung so gravierend war, dass sich viele auch gar nicht getraut haben, überhaupt in diesem Bereich weiter zu forschen, und auch der Diskurs dadurch eben bestimmt war. Zweitens, dass man überhaupt wieder in der Lage ist, so einen alternativlosen Wissenschaftsmonolith wie ein Glaubensbekenntnis zu behandeln. Und das war ja so, ja. Nicht, man durfte ja schon gar nichts anderes mehr glauben, als dass die Impfung die Rettung ist. Es hat quasi, da sind ja schon religiöse, sagen wir mal, Maßstäbe, die ja die Wissenschaft angelegt oder die der Wissenschaft angelegt wurden, also sozusagen bestimmte Meinungen für sakrosankt zu erklären. Das muss ich sagen, und da bin ich durch meine wissenschaftliche Arbeit sehr stark auch gebrieft. Die Eugenik ist das Mahnmal, dass man den Menschen einmal als zu technisch gesehen hat und ihn über die Gene zum großen Optimum führen wollte. Deshalb Eugenik. Ja? Das ist praktisch, als wenn es sich dabei um ein Industrieprodukt handeln würde, das man sozusagen optimieren müsse, weil sonst, das war damals das Narrativ, das Abendland sozusagen, der Untergang des Abendlands war damals das Horrorszenarium, was man in dem Zusammenhang genannt hatte. Also wenn Sie das kurz ausführen könnten, was heißt damals? Naja, das war in den 20er Jahren schon. Also jetzt nochmal zur Eugenik, die war ja schon... Die ersten Eugenik-Kongresse waren 1912 in London und dann zwei Kongresse in New York. Also es war ein Thema in der industrialisierten Welt. Es hat eine unheimliche Dimension angenommen. Und zwar auch in der wissenschaftlichen Szene quasi ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir haben, als Hitler an die Macht kam, vor 33, war die Rassenhygiene als Ausdruck dieser Eugenik an jeder deutschen Universitätspflichtfach. Ja? Das heißt, es war nicht Hitler, der sich das alles ausgedacht hatte. Nein, die Wissenschaft hatte das 20, 30, 40 Jahre sozusagen sukzessive dieses Narrativ vorbereitet. Und es passte natürlich in die Zeit, wo man, sagen wir mal, so technische Erfolge hatte, dass man alles technisch gesehen hat. Die Genetik war ja
modernste Technik damals, modernste Medizin gewesen. Man hat sie nur einseitig interpretiert und hat diese einseitige, diesen Wissenschaftsmonolith sozusagen als Hintergrund genommen. Und es war der Hintergrund, der alles andere möglich gemacht hat, weil der hat die Intellektuellen überzeugt. Das waren keine schlechten Menschen, die geglaubt haben, wir wollen hier anderen ans Leder gehen oder auch, auch der Antisemitismus alleine nicht das Problem, weil es wurden ja alle Behinderten und so weiter genauso betrachtet und genauso wurde mit ihnen umgegangen. Also es ging um den nicht perfekten Menschen. Ja? Und wir müssen uns deutlich machen, wie sehr wir im Wissenschaftszeitalter geneigt sind, die immateriellen Dinge des Menschen, nämlich sein Bewusstsein, sein Gefühl, seinen Gemeinschaftsgeist, seine Lebensziele, seine Sinnziele und was auch alles immateriell da ist, dass wir das sozusagen mit den harten Fakten aus der Biologie in Verbindung bringen müssen, ja, und dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen dürfen. Und das ist die große Gefahr, im Wissenschaftszeitalter abzurutschen in dieses mechanistische Bild. Und ich habe in der Corona-Zeit erlebt, dass man wieder auf Angst gesetzt hat, dass man wieder einen Wissenschaftsmonolith hingestellt hat, bevor die Wissenschaft überhaupt gearbeitet hatte und das Beste herausgefunden hat. Mhm. Kann man denn im Nachhinein eine Nutzen-Schaden-Analyse für die Corona-Impfstoffe anstellen? Das Thema ist noch nicht ausreichend überschaubar. Und es ist ganz merkwürdig, es gibt zwei so gegensätzliche Einschätzungen. Die einen sagen, es hat Millionen von Tote vermieden, ja, oder Sterben vermieden. Die anderen sagen, nein, es hat nicht gewirkt, es hat sogar so viel Schaden angerichtet, es hat sogar die Sterblichkeit danach erhöht. Das sind zwei so gegenübersetzlich und gegensätzliche Argumente und Sichtweisen, wie ich es bisher nie erlebt habe. Und wir wissen inzwischen natürlich, dass Corona-Infektionen nicht verhindert werden konnten, aber man, und dass auch kein Übertragungsschutz da war, damit war dieser ganze gesellschaftliche Streit ja eigentlich hinfällig. Und man hätte das ganz gut vielleicht auch mal eingestehen können, dass man da ungerecht gehandelt hatte. Aber der Rest war eigentlich noch die Frage, kann es denn vor schweren Verläufen schützen? Kann es auch vor Post-Covid schützen? Gut, ich möchte hierzu vor allen Dingen, dass man sich selbst ein Bild verschafft. Weil es wird sehr leicht, ich kann sehr leicht sagen, das wäre so. Und dann bin ich wieder einer von denen, der eine Seite vertritt. Ich finde, die Menschen sollten sich gerade an diesem Beispiel selber informieren. Sie sollten einmal das lesen, was die Bundesregierung schreibt darüber. Und sie sollten das lesen, was, sagen wir mal, gestandene Wissenschaftler darüber an Kritik geschrieben haben. Da habe ich Ihnen Quellen genannt. Und da würde ich eigentlich mal den Zuschauern nahelegen, dass sie sich das einmal diese Zeit wirklich nehmen, sich beides mal vor die Augen zu halten, um zu einer eigenen Einschätzung zu kommen. Meine eigene Einschätzung, die ist natürlich auch gefärbt von meinem Hintergrund. Und mein Hintergrund ist die Infektionsabteilung, auf der ich ausgebildet worden bin und die überdurchschnittlich vielen Impfnebenwirkungen, die ich gesehen habe und die ich auf meiner Homepage auch dokumentiert und in meinem Buch dokumentiert habe. Ich sehe die Sache so. Das Gefährliche an dem ursprünglich völlig harmlosen Corona-Erreger, der geht seit Jahren durch die Lande. Ja? Und sie kriegen Schnupfen und dann haben sie ihre 3 Tage Schnupfen und dann eine Woche zu Hause und dann ist die Sache wieder ausgestanden. Dieser harmlose Corona-Erreger hatte Veränderungen an den Spike-Proteinen, vor allen Dingen an der Wuhan- und der Delta-Variante. Und das waren die wirklich gefährlichen Varianten. Alles, was danach kam, war zwar infektiöser, aber weniger gefährlich. Und bei den ersten schlimmen Verläufen der Corona-Erkrankung ließen sich auch die Probleme ganz gut erkennen. Es war nämlich so, dass die schlimmen Verläufe sich so ungefähr eine Woche nach
den ersten Infektsymptomen angedeutet hatten. Und zwar deshalb, weil normalerweise beim Gesunden war es so, der Erreger ist in die Schleimhäute gekommen, über die Schleimhautpassage in die Lunge gekommen und in diesem Zeitraum, das dauert fast eine Woche, hat sich das angeborene Immunsystem schon längst damit auseinandergesetzt und es normalerweise in den Griff bekommen. Außerdem gibt es auch immunologische Ähnlichkeiten mit früheren Coronaviren, die also eben auch schon Antikörper bereitgestellt haben. Das heißt, normalerweise, wenn ich ein gesundes Immunsystem habe, war das für mich unproblematisch. Dann waren diese Dinge weg. Die Spikes hingegen sind, wie ich schon sagte, das ganz Gefährliche. Und wenn ein älterer Mensch keine gute Abwehr hatte, weil er isoliert gelebt hat, weil er im Pflegeheim gelebt hat, dann war er tatsächlich enorm gefährdet, in diese Phase reinzukommen und dann eben auch die Nachteile dieser Spikes zu erleben und daran eventuell sogar zu sterben. Das bedeutet aber, dass diese, oder deshalb waren die alten Leute besonders gefährdet, zumindest wenn sie wenig Erregerkontakt haben. Und Sie sehen daran, wie wichtig dieser ständige Kreislauf der unterschwelligen Auseinandersetzung. Und das war auch das Wissen, was die frühen Infektiologen natürlich als Selbstverständlichkeit haben. Wir brauchen viele Kontakte untereinander. Wir müssen permanent geboostert werden, ja, um gesund reagieren zu können. Ja. Und es waren eben die Pflegeheimbewohner, die Leute mit wenigen Sozialkontakten, Ältere. Der Durchschnitt der Verstorbenen lag bei 83 Jahren. Das heißt, das waren die wirklich Gefährdeten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn diese Menschen die Impfung, sagen wir mal, von den ersten Dingen überstanden hatten und hatten Antikörper gebildet gegen die Spikes, dass sie eben dann, wenn diese Spikes bei ihnen wirksam wurden, tatsächlich einen Schutz bekommen haben. Ja, das will ich nicht in Abrede stellen, aber für die jüngeren Menschen, für die mit einer normalen Immunität, üblichen Immunität, sieht das aus meiner Sicht ganz anders aus. Da muss man sich eben dann die Nebenwirkungen gerade der jungen Leute eben besonders anschauen. Ich habe diese ganze Problematik dem ersten Buch über Corona geschrieben, Ansichten eines Hausarztes, Wege aus dem Corona-Dilemma. Da geht es genau um den Weg, den eigentlich damals Schweden gegangen ist. Ja, vielleicht auch nicht idealerweise, aber die haben die jungen Menschen, die haben diese Immunität in der Bevölkerung natürlich durchlaufen lassen. Und das hat eben auch zu einer enormen Abkürzung dieses ganzen Infektionsverlaufs geführt bis heute. Ja, ja, das ist sozusagen noch eins möchte ich noch mal hinzufügen, warum die Jüngeren betroffen sind. Die haben jetzt also nicht, da wurde ja die Schleimhautpassage ausgeschaltet, indem das Virus direkt in die Zellen gegeben wurde. Ja? Und die Zellen haben einen Giftstoff produziert. Das Versprechen war, wenn der produziert ist und die Antikörper darauf reagiert haben und der Mensch Antikörper haben, dann werden diese Giftstoffe ganz schnell abgebaut. Und das stimmt leider nicht. Und das ist das große Drama bei dieser Geschichte. Man hat die Spikes noch Monate teilweise länger im Gewebe gefunden, man hat sie in der Muttermilch gefunden, man hat sie im Sperma gefunden, in allen Organen letztendlich finden können, vor allen Dingen in den Blutgefäßen. Und es gibt gerade bei den Impfgeschädigten, das wissen wir heute, seit einiger Zeit können wir die Spikes noch im Blut nachweisen und es sind 2 Jahre nach Impfung befinden sich diese Spikes bei einigen Leuten immer noch im Blut und in den Immunzellen. Und das ist eine absolute Katastrophe. Das ist ja aber auch das, was ein Herr Professor Bhakti schon von Anfang an angekündigt hatte, der dann auch noch zum Antisemit gemacht wurde. Und auch heute sehen wir jetzt, dass sich genau diese Verschwörungen, diese Schwurblereien nun aktuell durch verschiedene Studien bestätigt als wahr herausgestellt haben. Meine nächste Frage an Sie: Wie hoch schätzen Sie die Anzahl der Nebenwirkungen? Ja, das ganz schwieriges Thema.
Also, das Paul-Ehrlich-Institut hat ja Zahlen vorgelegt, die beruhen aber auf Einzelsignale. Das heißt, also da werden warnende Signale, da wird immer geguckt, wie oft zum Beispiel eine Sinusvenenthrombose auftritt und wie oft ist sie jetzt aufgetreten. Da sind deutliche Signale gefunden worden. Sinusvenenthrombose, Myokarditis, Guillain-Barré-Lähmungen, das sind aufsteigende Lähmungen nach Impfung. Das sind klare Erscheinungen, die sind wahrscheinlich zu einem großen Teil gemeldet worden. Bei Myokarditis vielleicht nicht, aber Guillain-Barré und Sinusvenenthrombosen ja. Das komplexe Syndrom, das, was man Post-Vac-Syndrom jetzt so nennt und was jetzt auch Herr Lauterbach nach 2 Jahren dann zugegeben hat, dass es das gibt, das wird vom Paul-Ehrlich-Institut immer noch nicht in seiner komplexen Form betrachtet, sondern die schauen sich nur Einzelsymptome an. Die gucken, wie viele Leute haben Schwindel, wie oft tritt der Schwindel auf, wie oft steht Müdigkeit auf und so weiter. Das heißt, wenn ich diese Einzelsymptome auffasere und dann gucke, ob da ein Signal ist, dann finde ich natürlich, dann verdünnt sich das natürlich. Dann finde ich also nicht so viele, als wenn ich gucke, wo ist denn das komplexe Syndrom? Ja? Und das zum Beispiel ist ein Grund, dass da zu wenig gezählt wird. Der andere Grund, der Hauptgrund ist aber, dass viel zu wenig gemeldet wird. Man weiß, 5% mehr werden normalerweise nicht an Arzneimittelnebenwirkungen gemeldet, aus verschiedenen Gründen. Bei Corona lag das sicherlich sehr viel niedriger. Das weiß ich von all diesen Betroffenen, denen gesagt wurde, nein, das ist keine Impfnebenwirkung. Das ist ganz klar, die sind nicht gemeldet worden. Also das ist eine Untererfassung in jeder Form. Und dazu muss man noch sagen, dass das deutsche System noch schlechter war als das WERS-System, als das amerikanische System und so weiter. Das komplexe Nebenwirkungssyndrom macht aber die Hauptzahl aus. Und das hat ganz bestimmte Störungen, die durch die Spikes ausgelöst werden. Und zwar Störung der Immunität. Das heißt, das Immunsystem erschöpft sich darin, diese Spikes zu beseitigen. Das heißt, die sogenannten Killerzellen, die diese Spikes jetzt wegmachen sollen, die werden geschwächt, weil sie das überhaupt gar nicht schaffen. Und sie stehen dann nicht mehr für andere Erreger zur Verfügung, sondern fehlen dann deshalb auch die höhere Infektanfälligkeit der Leute, die geimpft worden sind. Dann ist es das Mastzellsystem, was aktiviert ist. Die Mastzellen kennen wir bei einer allergischen Reaktion. Überall im Körper gibt es diese Zellen. Und dieses Mastzellsyndrom hat oder die Mastzellaktivierung ist bei den Geschädigten meistens nicht in dieser massiven Form, sondern in einer unterschwelligen Form. Und die Mastzellen schütten auch Entzündungsstoffe aus. Und diese Entzündungsstoffe sorgen sozusagen für einen dauerentzündlichen Prozess, der allerdings an bestimmten Dingen, die man so als kennt bei Entzündungen, nicht unbedingt ablesbar ist. Dann kommt hinzu, dass die Spikes direkt in die Endothelien der Gefäße reingehen und kleine Durchblutungsstörungen der Mikrozirkulation machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dann sind seltene sogenannte agonistische Antikörper, die gebildet worden sind, die eben die Funktion, vegetative Steuerungsfunktion behindern. All das ist ein Riesenkomplex, ja, der schwer zu durchschauen ist, weil wir gar nicht wissen, was ist bei den Menschen am meisten jetzt aktiviert im Moment. Es gibt international aber den Begriff Spikopathie, der genau das auch nennt, oder eben auch das Post-Covid-19-Vaccination-Syndrom, PACVS. Das ist in allen Ländern bekannt. Darüber wird eben auch in medizinischen Kreisen diskutiert, jedenfalls leider nicht in der Mainstream-Medizin. Jetzt hat ganz, ganz kurz, Herr Dr. Freisleben, um das nochmal nachzufragen, weil es ist ein ganz wichtiger Teil. Es wurde ja immer gesagt, die Infektanfälligkeit wird durch die Impfung heruntergesetzt. Jetzt sagen, und die sogenannten Schwurbler haben genau das Gegenteil behauptet, und sie sagen jetzt auch, jetzt ist faktisch bewiesen, dass die Infektanfälligkeit durch die Impfung erhöht wurde. Also, ich habe selber nur mal, um Ihnen ein Beispiel zu geben, das war mir anfangs aufgefallen, weil ich einen kompletten Immunstatus bei allen Impfnebenwirkungspatienten
abgenommen habe. Ja, das war ein bisschen gewagt, weil das kassenmäßig zwar erlaubt, aber vielleicht nicht in diesem Umfang. Aber ich habe das halt gemacht. Und ich habe 300 Menschen dokumentiert, ja, diesbezüglich. Und wenn Sie das sich anschauen, dann sehen Sie in einer Linie der sogenannten zentralen Memory-Zellen, das sind diese eine Fraktion dieser zytotoxischen, dieser Killerzellen, da sehen Sie, dass die alle pathologisch niedrig sind. In einer, nicht der normale Rahmen ist zwischen 40 und 640 und die liegen bei 3, bei 5, bei 9, bei 20 oder so. Die sind alle irgendwo niedrig. Ich habe das dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Das haben andere auch in anderer Form. Aber ich glaube, ich habe es nie gelesen, dass es so durchgehend, wie ich das jetzt dokumentiert habe, tatsächlich auch gesehen wurde. Es war für mich auch von da ab, als ich das verstanden hatte, habe ich mir das angeguckt und wusste, aha, mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier um eine Impfnebenwirkung. Dann gibt es ein paar andere Untersuchungen, das Histamin. Also das muss ich jetzt nicht erklären, das habe ich alles niedergelegt. An denen kann man dann wirklich, das sind aber sehr spezielle Laborwerte und nicht die allgemeinen Laborwerte, die man nutzt sozusagen, um sich eine Orientierung zu verschaffen. Das hat den Ärzten die Sache auch so schwer gemacht, ja. Aber aus meinem, entschuldige, noch vielleicht als Konsequenz, ich selber mit meinem Wissen, meine Kenntnis habe bei meinen, mit den 52 Impfgeschädigten unter meinen Patienten eine Maßzahl von 3,3% herausgefunden. Und das haben andere Kritiker auch. Das heißt, das ist ein enormes Potenzial. Dazu gibt es noch eine Beobachtung, dass dreht sich dann um Post-Covid. Ich glaube, dass ein großer Teil der Leute, die als Post-Covid behandelt und genannt werden, eigentlich Impfschäden sind. Wahrscheinlich sogar der größte Teil. Warum? Wenn wir Antikörper gegen die Spike-Proteine produziert haben mit der Impfung, dann müssten die als erstes beseitigt werden durch die Impfung, wenn sie wirksam ist. Ja? Das heißt, wenn jemand, der geimpft ist, dann Corona kriegt, dann müsste er eigentlich schon gleich durch seine Impfstoffe geschützt sein. Aber ich habe was ganz anderes erlebt bei den Impfgeschädigten. Selbst wenn es ihnen schon wieder ein bisschen besser ging, sobald sie einen Infekt hatten und vor allen Dingen eine Corona-Infektion hatten, ging das Ganze wieder nach oben. Das heißt, diese ganze Kategorie von Nebenwirkungen, die sie hatten, die wurden wieder geboostert. Und das war bei jeder dieser Dinge. Und das erleben die jetzt heute noch nach 2 Jahren. Deshalb schützen die sich auch jetzt vor weiteren Infekten und schädigenden Dingen. Und deshalb hat man oft nicht erkannt, dass die Menschen schon durch die Impfung vorgebahnt waren, was die Nebenwirkungen betrifft. Und jetzt nach der Corona-Infektion quasi eine Boosterung dieser Vorgänge stattgefunden hat. Das ist aus meiner Sicht so links. Und dann werden natürlich viele Kollegen sagen, der spinnt, der Mann. Wir werden das bald genau wissen können, wenn wir es wollen. Es ist nämlich so, dass diese Spikes, dass viele Leute, Post-Covid-Patienten wie auch Impfgeschädigte, noch Spikes im Blut haben. So, wir wissen aber nicht, sind es Spikes von der Impfung, bisher wissen wir es nicht, oder von der Corona-Infektion. Das werden wir aber unterscheiden können, weil technisch geht das. Durch Massenspektrographie ist das heute möglich, die verschiedenen Strukturen der Spike-Proteine zu identifizieren. Es ist noch nicht so richtig in massentaugliches Verfahren umgewandelt worden, aber wir werden das in Kürze wissen, es sei denn, man versucht, diese Technik irgendwo zu blockieren. Aber wir werden es wissen können. Und dann werden wir ganz genau wissen, wie viele Post-Covid-Leute Impfgeschädigte sind. Ja, das ist die Frage, ob dieses Wissen nach außen getragen wird. Denn warum wird denn, obwohl es so erschreckende Dinge gibt, nicht offiziell mehr darüber berichtet und nur sehr dosiert in sehr kleinem Rahmen? Ja, das kann ich auch selber nur vermuten. Aber ich habe ja in dieser Zeit Kontakte zu mehreren Journalisten gehabt, die auch darüber berichten wollten. Einige konnten das auch.
Oft sind diese Berichte aber von der Redaktionskonferenz dann ausgebremst worden und das wurde nicht gesendet oder nicht genannt. Ich weiß auch von einer Kollegin, die als allererst von einer Journalistin, die im MDR was damals gebracht hatte über Impfnebenwirkungen, dass sie da schwer zu kämpfen hatte, weil ihr unterstellt worden ist, naja, da ist doch wahrscheinlich ein Rechtsradikaler, den sie da interviewt haben und so weiter. In dieser Stimmung quasi wurden die Kritiker aller möglicher Dinge verdächtigt. Und das war auch für die Journalisten unheimlich schwierig zu berichten. Und es gibt einfach auch in den Redaktionen Sprachregelungen zu all diesen Themen und Vorgaben. So ist es anders nicht zu erklären. Und man muss ja auch sehen, dass die Presse heute unter einem enormen Finanzierungsdruck steht, auch durch die Online-Medien, und dass sie darauf achten muss, dass sie nicht zu sehr aus den allgemeinen Narrativen herausfällt, damit sie nicht ihre Inserenten verliert und Unterstützung verliert. Also das ist ein ganz breites Feld, das ist jetzt auch nicht mein Thema. Ich kann das nur indirekt sagen, das war wie von Geisterhand, sozusagen hat man darüber nicht berichtet. Wie von Geisterhand, ja. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Es sollte ja eigentlich im obersten öffentlichen Interesse und damit auch im Presseinteresse liegen, dass die Bevölkerung über solche schwerwiegenden Dinge, die über Wohl und Weh ihrer eigenen Gesundheit, ihres restlichen Lebens bestimmen wird, informiert werden. Eigentlich. Ja, und da muss ich sagen, haben auch die öffentlichen rechtlichen Medien versagt. Das kann ich nicht anders sagen. Sie haben diese Botschaft nicht gemacht. Früher, sehen Sie mal, vor 20 Jahren haben sich Journalisten gestürzt auf Nachrichten, die vielleicht irgendetwas Investigatives zutage gefördert haben. Und heute gibt es die schlimmsten Erkenntnisse und sie werden nicht genannt, als wenn die ganze Mainstream-Medienlandschaft Kreide gegessen hat. Ja? Und die schlimmsten unter den vielen schlechten Nachrichten gibt es vielleicht drei, die auch wirklich entscheidend sind, in letzter Zeit auch nochmal deutlich geworden sind. Das erste ist, dass wir jetzt wissen, dass bestimmte Impfchargen besonders viele Nebenwirkungsmeldungen verursacht haben. Das ist schon mal etwas, was ein ganz, ganz schlechtes Licht wirft auf die Institutionen, die das hätten überprüfen müssen, weil sowas darf nicht sein. Jedes Medikament muss den gleichen Inhalt haben und darf nicht weniger Nebenwirkungen machen. Das gibt es bisher nicht. Das nächste ist, gerade was jetzt die Nachimpfung betrifft, das viele Impfen betrifft, da gibt es die Erkenntnis, dass die Antikörperfraktion, die wirksame Antikörperfraktion, ist die IgG1-Fraktion. Die ändert sich durch das häufige Impfen, wandelt sie sich in eine IgG4-Fraktion und die ist unwirksam und lässt den Erreger leichter rein als schwerer rein in die Zellen. Das ist eine Katastrophe. Das ist genau diese IgG4, sind das Prinzip der Immunisierung bei Allergien. Ja, das heißt, ich gewöhne den Körper an das, was er nicht leiden mag, ja, so lange, bis er nicht mehr reagiert. Und genau das passiert bei IgG4. Und je häufiger ich impfe, umso mehr IgG steigt diese IgG4-Fraktion an. Mit allen möglichen Konsequenzen, die ich will jetzt nicht neue Dinge aufstellen, aber die Immunität, die Krebsabwehr, all diese Dinge hängen von unseren Antikörpern ab. Und da kann man sowas nicht einfach hinnehmen. Das ist wenn ich das ganz kurz zusammenfassen darf, Herr Dr. Freisleben, das bedeutet, damit es jeder versteht, das bedeutet, je öfters ich mich impfen oder boosten lasse, desto schlechter nachher mein Immunsystem, nicht desto besser, so wie es immer behauptet wurde. Das ist genau das, ist genauso, wie Sie es sagen. Und man muss ja dazu sagen, inzwischen haben ja alle schon fast alle Corona gehabt. Die haben auch neben der Antikörperfraktion, der Blutantikörper, die relativ schnell nachlassen, das ist ja immer das Argument für das Nachimpfen, haben sie ja Gewebsantikörper. Das heißt, der Körper kennt das schon, der kann ganz im Nu neue Antikörper bilden. Das heißt, ich halte diese Nachimpferei für absolut kontraindiziert. Ja.
Ja, das ist die zweite Nachricht. Und die dritte, das ist eine echte Hiobsbotschaft. Die ist noch gar nicht so sehr alt. Das wissen wir eigentlich erst seit wenigen Monaten. Das ist zuerst in Amerika festgestellt worden, dann in Deutschland aber auch bestätigt und auch in den derzeit verabreichten Impfungen hat sich das bestätigt, nämlich, dass es eine überhöhte Menge an Plasmiden gibt. Was sind Plasmide? Plasmide benutzt man eigentlich, das ist eine DNA, die mit einer kleinen Hülle, die normalerweise in E. coli-Bakterien beispielsweise künstlich reingesetzt wird. Und dann produzieren diese E. coli-Bakterien genau das, was diese DNA sagt. Und das war die Technik, um die Massenherstellung der Corona-Impfstoffe, der Corona-RNA-Produktion sozusagen hinzubekommen, hat man diese Plasmide offensichtlich benutzt als Matrize, als Vorlage, damit sie diese RNA produziert. Man hätte natürlich die DNA aus dem Impfstoff herausfiltern müssen, ja, weil diese DNA im Impfstoff heißt immer möglicherweise Einbau in die menschliche DNA und dann fängt die menschliche DNA entweder an, selber RNA zu produzieren und zwar dauerhaft, ja, oder diese Bruchstücke blockieren, zum Beispiel Reparaturgene und so weiter. Das ist ein ganz, ganz komplexes Feld. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das so ist, aber das ist die Gefahr. Und das Schlimme ist noch, es gibt einen zweiten Faktor, der gerade bei dem Pfizer-Impfstoff mitgefunden wurde, der nennt sich Promoter SV40. Der ist verwandt worden, damit dieser Produktionsprozess beschleunigt wird. Das heißt, der hilft, der Plasmid-DNA in das Bakterienzelle reinzukommen, um dann sozusagen die möglichst schnell umzuprogrammieren, ja, auf Produktion dieses Dings. Wenn das jetzt und dieser Teil, dieser Stoff, dieser Promoter hat sich auch im Impfstoff befunden. Das heißt, der würde im Zweifelsfall eventuell dafür sorgen, dass diese Bruchstücke, mRNA-Bruchstücke, leichter in die menschliche DNA eingebaut werden. Das sage ich jetzt nicht als Faktum, das haben wir nicht nachgewiesen bisher, das ist nicht nachgewiesen, aber es steht als Gefahr im Raum. Und das bedeutet, dass das menschliche Genom, was wir quasi als Geschenk der Evolution mitbekommen haben, gefährdet wird durch Eingriffe, deren Wirkung man nicht richtig überschaut hat. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Freisleben, für die offenen Worte, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch den Mut haben, sich dagegen, ja, gegen den Strom zu stellen. Man sagt ja nicht umsonst, nur ein toter Fisch schwimmt mit dem Strom. Und genau das haben Sie gezeigt, dass Sie sich hier gegen den Strom gestellt haben. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Ja, gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön.